Rekordregen in Vorarlberg. Innerhalb eines Tages kommt eine durchschnittliche Monatsmenge vom Himmel. Wir schalten nach Dornbirn zu Bettina Prendergast. Aufräumen nach den Unwettern, heißt es im Osten. Müssen wir uns in Zukunft auf Sommer mit Extremwetter einstellen? Christa Kummer ist dazu im Studio. Und vor dem U-Ausschuss soll geklärt werden, hat der deutsche Kanzler Olaf Scholz seiner Bank Steuervorteile verschafft. Nach den verheerenden Unwettern gestern hat es heute im Westen des Landes Rekordmengen geregnet. Ich begrüße Sie bei der ZIP-Nacht. Vor allem in Vorarlberg gibt es keine Verschnaufpause für die Einsatzkräfte. Innerhalb von 24 Stunden hat es dort so viel geregnet wie sonst in einem ganzen Monat. In Bregenz etwa waren es mehr als 200 Liter pro Quadratmeter. Der Rekord aus dem Jahr 1968 ist damit um 30 Liter übertroffen worden. Die Folge? Ein Verkehrschaos wegen zahlreicher gesperrter Straßen. Außerdem wurden Häuser, Keller und Garagen überflutet. Landesweit musste die Feuerwehr bereits zu mehr als 1000 Einsätzen ausrücken. Und wir schalten jetzt nach Dornbirn zu Bettina Prendergast und fragen nach. Bettina, wie ist es denn aktuell? Hat sich die Lage etwas entschärft? Nein, sie hat sich noch nicht entschärft und die Feuerwehren stellen sich hier, vor allem in den nördlichen Landesteilen, auf eine sehr, sehr lange Nacht ein, beziehungsweise werden sie bis zum Morgen durcharbeiten. Hier zum Beispiel im Dornbirner Stadtteil Vorach ist eine Garage am Nachmittag innerhalb von wenigen Minuten komplett vollgelaufen bis zur Decke. Man sieht also, dass es hier in Vorarlberg schon sehr, sehr schnell gegangen ist mit dem Starkregen. Das hat die Feuerwehren schon dann auch ein bisschen überrascht. Sie haben ihr Bestes getan und sind immer noch unterwegs. Man muss aber nach wie vor mit starken Behinderungen rechnen. Es gibt Haushalte, die haben keinen Strom. Es gibt Haushalte, die haben auch kein Wasser oder nur Wasser in der Tiefgarage. Und wir haben ein Jahrhunderthochwasser. Das ist seit 2005 das größte Hochwasser hier in Vorarlberg. Das Gute daran ist, dass zumindest bis jetzt niemand verletzt worden ist. Was ist denn heute Nacht zu erwarten? Wird es noch schlimmer werden? Die Frage ist, wie geht es den Dorfbächen? Die sind nämlich hier in dieser Situation das größte Problem. Nicht die Flüsse, sondern die Dorfbäche, die sind, obwohl sie durch die Trockenheit eigentlich sehr leer waren, extrem schnell übergelaufen. Auch hier eben in Dornbirn, der Müllerbach, der hat so viel Wasser getragen, dass hier sämtliche Haushalte rundherum überschwemmt worden sind und das sehr, sehr schnell. Und da müssen die Feuerwehren jetzt schauen, wie es weitergeht. Kommt natürlich auf den Regen an, der sollte im Laufe der Nacht weniger werden. Und dann geht es dann an die Aufräumarbeiten. Was jetzt schon ganz sicher feststeht, ist, dass der Sachschaden enorm sein wird. Allein hier in dieser Tiefgarage in Dornbirn ein Sachschaden von über 1 Million Euro. Danke, Bettina Prendergast, für diese Informationen und alles Gute nach Dornbirn. Und während Vorarlberg weiter mit extremen Wetterbedingungen zu kämpfen hat, haben im Osten Österreichs die Aufräumarbeiten der Katastrophe gerade erst begonnen. Von Niederösterreich bis Kärnten, die Unwetter sind vielerorts überraschend schnell gekommen. Und das nicht nur in Österreich. Matthias Humpelstädter mit einem Überblick. Heftig und ohne jede Vorwarnung war der Sturm plötzlich da. Großes Glück gehabt hat eine Gruppe von Kindern auf einem Minigolfplatz in Knittelfeld in der Steiermark. Gott sei Dank haben wir die in der Hütte noch schnell in Sicherheit gebracht, alle. Und wie gesagt, ich bin da gestanden, ich habe nur mehr gebetet, weil ich habe die Bäume umstürzen sehen, die sind gefallen wie Streichhölzer. In der Steiermark waren auch heute noch tausende Haushalte ohne Strom, ebenso in Kärnten. Am St. Andrea Badesee wird indes geprüft, ob die Bäume in der Freizeitanlage angemessen geschnitten und betreut waren. Zwei Mädchen sind dort gestern durch umstürzende Bäume getötet worden. Und auch in Frankreich ist eine 13-jährige Österreicherin bei den Stürmen ums Leben gekommen, wie heute bekannt geworden ist. Das Mädchen ist in ihrem Bungalow erschlagen worden, auf einem Campingurlaub auf der Insel Korsika. Bei mir im Studio ist jetzt Christa Kummer aus unserer Wetterredaktion. Guten Abend, danke fürs Kommen. Hallo. Auf der einen Seite Hitze und Trockenheit, auf der anderen Seite Sturmböen und Rekordregenmengen. Sind das die Sommer, auf die wir uns in den nächsten Jahren einstellen müssen? Ja, also da kann ich jetzt eine Antwort geben, die sowohl Ja heißt und auch Nein heißt. Man muss sich das so vorstellen, dass mit dem globalen Temperaturanstieg unserer Erde sich unser Jetstream, das ist unser Starkwindband in ca. 10 Kilometer Höhe, immer mehr abschwächt. Warum schwächt sich der Jetstream ab? Weil die Temperaturgegensätze zwischen dem Äquator und
den Polen einfach geringer werden. Und somit wird der Jetstream immer langsamer. Und was hat das zur Folge? Dass Großwetterlagen immer stabiler werden. So wie wir es zum Beispiel jetzt in diesem Sommer erlebt haben, dass wir über Wochen, Monate hindurch Hochdruckwetter haben. Das heißt im Sommer Trockenheit, Dürre. Im Gegenzug dazu kann aber auch ein Tiefdruckgebiet oder Tiefdruckgebiete die Oberhand gewinnen und über Wochen hindurch stabil bleiben. Dann wird sich der Sommer eher feucht, unbeständig kühl gestalten. Ich spreche jetzt von europäischen Sommern. Und das ist jetzt diese Antwort, sowohl ja als auch nein, durch diese Entwicklung des Jetstreams. Das ist jetzt eine Möglichkeit. Ich habe da jetzt ein bisschen eine Schwarz-Weiß-Malerei gemacht, aber im Großen und Ganzen könnte man das jetzt einmal so einordnen. Einzelne Extremwetterereignisse sind da jetzt einmal herausgenommen, aber die sind natürlich in jeder Form einzuplanen und die werden in Zukunft immer intensiver werden, denn mehr Energie in der Luft, mehr Feuchtigkeit in der Luft implizieren mehr extreme Wetterereignisse. Kommen wir noch mal nach Vorarlberg. Dort kommt mehr Regen vom Himmel als je zuvor. Ist das auch im Rest von Österreich zu erwarten in der nächsten Zeit? Also jetzt in den nächsten Stunden lässt der Regen in Vorarlberg zusehends nach. Also es wird weniger, also da gibt es zumindest einmal Entspannung von oben. Der Schwerpunkt des Regens verlagert sich jetzt ein bisschen nach Tirol, nach Salzburg, ins Dreiländereck. Auch Bayern bekommt da einiges ab, vor allem jetzt in der zweiten Nachthälfte. Und ich meine, die gute Nachricht ist, der Osten Österreichs bekommt jetzt gerade auch ein bisschen Regen. Das hat sich jetzt gerade entwickelt. Das zieht gerade von Südosten herein, so über Südburgenland, Nordburgenland, Weinviertel, auch dann vielleicht noch weiter bis ins Waldviertel. Und da sind bis morgen schon auch noch 30 Liter Regen drinnen. Aber das ist jetzt, sollte kein Starkregen sein, sondern eher ein Regen, der vielleicht in diese vertrockneten, extrem harten Böden ein bisschen hineingehen kann. Also eine regenreiche Nacht. Christa Kummer, herzlichen Dank gerne für diese Information und den Besuch im Studio. Nach solchen Unwettern und den Schäden, über die wir heute schon den ganzen Tag berichten, stellt sich natürlich die Frage, wie es mit einem Unwetter-Vorwarnsystem aussieht. Es gibt eine EU-Richtlinie zu sogenannten Warn-SMS, also Mitteilungen, die im Notfall an alle Handys in einem gewissen Umkreis geschickt werden. Aber in Österreich hapert es mit der Umsetzung, wie Christian Jentsch berichtet. Die Technologie ist schon recht alt. Bereits 1999 hat es ein erstes Angebot von den damaligen Mobilfunkbetreibern an die Regierung gegeben, das System von Warn-SMS einzurichten. 23 Jahre später soll nun endlich die dazugehörige Verordnung kommen. Zuständig sind der Digitalisierungsstaatssekretär, aber auch Finanzminister Magnus Brunner, zusätzlich Innenminister Gerhard Karner. Alle ÖVP. Über das Internet. Die Verordnung bildet die Grundlage, auf der die jetzigen Mobilfunkbetreiber den sogenannten EU-Alert einrichten können. Technisch ist alles bereit. Die Warnmeldungen vor herannahenden Katastrophen kommen dann automatisch auf alle Handys, die in einem gewissen Umkreis eingeloggt sind, egal bei welchem Betreiber. Wer informiert ist, kann sich schützen. Ohne Alarm, keine Vorbereitung, heißt es bei den Zivilschutzverbänden, die schon lange darauf drängen. Wird die Verordnung nun wirklich zur Begutachtung ausgeschickt, könnte sie Ende September umgesetzt werden. Die Vorwarnzeit war lange genug. Der russische Energiekonzern Gazprom will die Gaslieferungen über die Nord Stream 1 Pipeline nach Europa wieder unterbrechen. Grund sind routinemäßige Wartungsarbeiten, wie es heißt. 3 Tage lang soll Ende August der einzige funktionierende Kompressor gewartet werden. Danach soll die Pipeline wieder in Betrieb gehen, mit etwa 20% der täglichen Maximalleistung. Und unter der Voraussetzung, dass keine technischen Fehler auftreten. Seit Juni kommt weniger russisches Gas nach Europa. Österreich ist abhängig vom russischen Gas. Der frühere Bundeskanzler Christian Kern räumt ein, dass sich vergangene Regierungen, Zitat, in diesem Zusammenhang nicht mit Ruhm bekleckert hätten. Auch er selbst trage Mitverantwortung, sagt er. Als Antwort auf die steigenden Energiepreise schlägt Kern in der ZIB 2 Eingriffe in den Markt vor. Wir stehen auf einer brennenden Plattform und jetzt muss man löschen und nicht darüber reden, wer welchen Platz am Sonnendeck bekommt. Und aus meiner Sicht heißt das, die Strompreisbildung funktioniert so, dass immer das teuerste Kraftwerk, das noch benötigt wird, den Strompreis setzt. In unserem Fall ist das ein Gaskraftwerk und einer der Schlüsselfunktionen wäre hier massiv in den Markt einzugreifen, indem der Staat Gas einkauft, den Kraftwerksbetreibern zur Verfügung stellt. In Deutschland muss Kanzler Olaf Scholz heute zum zweiten Mal vor den Untersuchungsausschuss. Es geht um die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte, bei denen mit dubiosen Aktiendeals Millionen an Steuergeld abgezweigt wurden. Die deutsche Steuerbehörde hat zum Teil auf die Steuerrückzahlung der ausführenden Bank verzichtet. Und jetzt steht im Raum die politische Einflussnahme, womöglich durch Olaf Scholz selbst. Aus Berlin berichtet Andreas Pfeiffer.
Als der deutsche Kanzler noch Hamburger Bürgermeister war, hat er die Warburg-Banker mehrmals getroffen. Das räumt er ein. Dass er ihnen Steuerhinterziehung nahegelegt hat, bestreitet er. Das war heute eine sehr interessante Anhörung, eine gute auch mit, wie ich jedenfalls finde, sehr klaren Ergebnissen. Es bleibt dabei, es hat keine politische Einflussnahme auf die Entscheidung der Finanzbehörde und der Finanzverwaltung gegeben. Vor dem Hamburger Rathaus wird heute daran erinnert, dass für Erinnerungslücken auch ein Preis zu bezahlen ist. Die Erwartung ist, dass er zur Aufklärung beiträgt, denn das wäre eigentlich die Rolle, die er als Politiker einnehmen müsste. Bürgerinnen und Bürger sind bei diesen Cum-Ex-Geschäften ja beklaut worden und da sollten die politischen Akteure auf der richtigen Seite stehen und für Aufklärung sorgen, statt sie zu behindern. Während die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft weiterlaufen, verlangt die Hamburger CDU bereits den Rücktritt des Bundeskanzlers. Vorerst kann Zeuge Scholz darüber lächeln. Und wir haben jetzt noch den Blick aufs Wetter. Wir haben es gehört, vor allem in Vorarlberg und in Tirol ziehen heute Nacht starke Regenschauer durch. Hier kann es weiterhin zu Überflutungen kommen. Morgen geht es dann unbeständig weiter mit Wolken, Schauern und etwas Sonne. Die Temperaturen gehen zurück. Höchstens 19 bis 27 Grad werden es am Nachmittag. Das war die letzte und die erste ZIP des Tages. Hier in OF1 übernimmt Christian Diendorfer im Fußballstudio mit den Highlights der heutigen Zweitligaspiele in Runde 5. Guten Abend, gute Nacht, auf Wiedersehen.